Hallo Laura. Und? Bereit? Und wie? Wir machen was ganz Seriöses. Wir sind hier bei ZDF Neo und wir haben einen Lügendetektor-Test. Wir haben einen Psychologen. Das einzige Seriöse hier ist dein Nachname, Laura. Wow. Gut, Laura, ich würde sagen, let the magic happens, ja? Ja, okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfangen muss? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha! Okay. Du musst an Lügendetektor. Ja. Hallo. Hallo. Weil du schwanger bist, das sieht aus wie so eine Milchpumpe. Ich fang mal an, gell? Ja. Hast du mich mal belogen? Nee. Bitch! Wo war ich? Ja, vielleicht, wenn du mich mal fragst, ob das jetzt irgendwie, ob du aussiehst wie eine russische Transe. Denkst du dir, warum moderiere ich nicht Zart am Limit? Ja, natürlich. Oh Gott, das ist die peinlichste Frage, Leute. Ja, irgendwie schon. Ja? Ja, aber es ist ja normaler. Das ist doch eine Scheißfrage, Leute. Tut mir leid. Du sollst das ja, du kannst das jetzt nicht abholen, nein, weil du mir Zart am Limit nicht gönnst. Jetzt, mal, jetzt ruinier mir diese Max nicht. Scheiße ist das. So. Wenn du ein Mann wärst, würdest du mich bumsen? Nee. Warum? Oh mein Gott! Warum nicht? Hallo, was Laura. Ist an mir nicht bumsbar? Ich glaube, du wärst jetzt nicht mal ein Typ, den ich bumsen würde. Weil denkst du, ich mache den Seestern im Bett oder was? Oh, Laura, komm. Ja, aber das ist für mich nun mal das Wichtigste. Ist mir egal, ob du mein Buch gelesen hast, ob du meine Sendung gut findest. Das hättest du mich fragen können. Würdest, hast du mein Buch wirklich zu Ende gelesen? Das wollte ich dich fragen. Du weißt genau, ich habe noch nie ein Buch zu Ende gelesen. Ja, eben. Was heißt zu Ende gelesen? Hast du auch nur zwei Seiten in meinem Buch gelesen? Vier. Oh, wow. Stimmt das? Bist du bereit? Ja. Als wir zusammen auf dem Oktoberfest waren, hast du dich da für mich geschämt, weil ich zu betrunken war? Nein. Du hast so eine krasse Toleranzgrenze. Warst du da? Ich schäme mich nicht für dich, weil ich bin immer froh, wenn jemand noch peinlicher ist als ich, weil dann bin ich nicht die peinlichste, ja, im Raum. Geil. Here I am. Ja. Bei unserem Treffen in Berlin haben wir uns ja gegenseitig Fotos von unseren Männern gezeigt. Hast du dir gedacht, ach ja, mit dem würde ich schon mal in die Kiste steigen? Mit deinem? Ja. Ja. Das sieht doch gut aus. Das ist doch ein Kompliment. Hey, Totenbeck, ohne Scheiß, Laura. Sag mal, ich... Ich weiß auch, wo du wohnst. Als ich dir beim letzten Treffen an den Busen gefasst habe, hast du dich da ein bisschen angetörnt gefühlt? Nein. Jetzt denkt ihr, nee, das geil, oder was? Nein! Ich habe mich, glaube ich, geschmeichelt gefühlt, dass du so auf meine Brüste abgehst. Okay, das ist okay. Ich war jetzt nicht kurz davor, dich zu bespringen.